Okay, soll ich das jetzt einfach erzählen, oder? Also mein Name ist Halima Mocevic. Ich habe einen arabischen Vornamen und einen bosnischen Nachnamen. Das kommt daher, weil meine Eltern aus Ägypten eingewandert sind vor vielen, vielen Jahren. Vor mehr als 35 Jahren mittlerweile. Meinen bosnischen Nachnamen habe ich von meinem Mann, der aus Bosnien kommt. Geboren und aufgewachsen bin ich in Niederösterreich, im Waldviertel. Meine Schuhe kommen auch daher. Zum Studieren bin ich dann nach Salzburg gekommen, nach der Matura. Das war eher eine lustige Geschichte, weil ich ursprünglich nicht unbedingt nach Salzburg wollte. Also ich bin im Sommer, kurz bevor die Schule zu Ende war, nach Salzburg gekommen, um mir die Stadt anzuschauen. Und bin dann hier rausgegangen bei der Tür, habe mich da oben hingestellt und habe diesen Ausblick genossen und habe gewusst, ja, das ist es, hier möchte ich studieren. Ich habe Psychologie studiert, das vor kurzem abgeschlossen, habe zunächst im Diplomstudium begonnen, bin aber dann gewechselt ins Bachelorstudium, weil es mir wichtig war, nicht durch Studium zu hetzen, sondern die Zeit zu genießen und möglichst viel aus dieser Zeit zu machen und weil ich auch einen Masterlehrgang machen wollte, Intercultural Studies. Ich wollte meine Disposition für Interkulturelles, dadurch, dass ich selber bikulturell aufgewachsen bin und zweisprachig und jetzt auch versuche, meine Kinder dreisprachig zu erziehen, das wollte ich nutzen, um das auch wissenschaftlich weiterzuführen. So, das ist es, das Ich bin ich. Ein Tierchen, das zunächst nicht weiß, wer es ist und immer wieder gefragt wird, Nanu, wer bist denn du? Das Schöne an dieser Ausgabe ist, dass die Geschichte in vier Sprachen erzählt wird. Deutsch, Serbisch, Türkisch und Kroatisch. Ich bin ja auch oft in Dialogveranstaltungen oder werde auch oft eingeladen, meine Ansichten zu Begriffen wie Heimat oder zu Begriffen wie Identität oder so zu äußern. Und bei solchen Veranstaltungen erlebe ich sehr oft, dass das für viele sehr weit hergeholt klingt oder dass sie das nicht nachvollziehen können. Menschen, die jetzt selber nicht so viel von Religion an sich halten, haben da eine gewisse Verantwortung bzw. können einen sehr großen Beitrag dazu leisten, weil es auch einfach um Zusammenleben geht und um Werte. In einer hochsäkularen Welt. In einer sehr diversen Welt, wo unterschiedliche Werte und Ethiken und Moralvorstellungen eine Rolle spielen. Ich stoße immer wieder auf Menschen, die für die das nicht selbstverständlich ist, dass man eben vielfältige Zugehörigkeiten hat oder die einfach Vielfalt oft als Bedrohung wahrnehmen. Und ich mache mir viele Gedanken darüber, wie man das verändern kann und wie man diesen Menschen ihre Angst nehmen kann. Unterschiede kann man ja verdrängen oder es sie zum Problem machen oder man findet einen Weg, um sie zu nutzen für Entwicklung und Wachstum und dass man konstruktiv gemeinsam etwas aufbaut. Und darüber mache ich mir sehr viele Gedanken. Wie ist denn das mit dem Bein? Stört das, wenn ich das draufstelle? Okay, passt wunderbar. Also das Interesse, einerseits Jugendliche zu fördern und Potenziale sichtbar zu machen und die Jugendlichen dazu anzuregen, diese Potenziale zu nutzen und das Zusammenbringen von unterschiedlichen Menschen und Abbauen von Vorurteilen, das ist ein Motiv, das mich in unterschiedlichen Bereichen und Lebenslagen prägt. Jetzt habe ich aber unterschiedliche Zugänge dazu. Also zum einen als Psychologin die wissenschaftliche Perspektive, wo ich es auch total spannend finde, dazu zu forschen und mir in einem akademischen Umfeld Gedanken dazu zu machen, welche Konzepte und welche Theorien man da nutzen kann, um Dinge zu erklären bzw. zu verändern. Ich bin ja auch am Fachbereich für Psychologie, im Bereich Sozialpsychologie an der Universität tätig und sehe das dann auch als besonderes Forschungsfeld, wo ich mich gern einbringen will.
Das ist das eine. Das andere ist die Sicht als muslimische Frau selbst, wo ich auch denke, dass mir das den Zugang erleichtert zu Jugendlichen, weil wir einfach viele Gemeinsamkeiten haben und weil ich auch vieles verstehe aus ihrer Sicht. Dazu gibt es dann unterschiedliche Aktivitäten und Aktionen. Und eine solche Aktion jeden Ramadan ist ein gemeinsames Fastenbrechen, zu dem die Jugendlichen einladen, wo man einerseits zusammen isst und das Essen teilt und zusammen ins Gespräch kommt. Und andererseits auch die Jugendlichen die Möglichkeit haben, etwas zu präsentieren. Ja, Ramadan ist schon eine sehr besondere Zeit im Jahr. Ich freue mich auch immer sehr lang drauf und heuer ganz besonders. Zum einen, weil es eine Zeit ist, in der ich viel Zeit habe. Dadurch, dass sich der Tagesablauf verändert. Untertags wird nicht gegessen und nicht getrunken. Und untertags ist man dann oft mit sich, mit seinen Gedanken beschäftigt. Und am Abend kommt man oft zusammen in geselliger Runde, teilt zusammen das Essen, bricht zum Fasten zusammen und ja, bekommen die Leute zusammen. Stereotype aufzubrechen, wenn wir bei Stereotypen sind, dann sind wir auch beim Thema Diskriminierung und gerade wenn man selber dafür sensibilisiert ist, dann fällt einem sowas auf, auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, also sei es jetzt, es gibt immer in jeder Situation, in jeder Gesellschaft und in jeder Zusammenkunft von Menschen, Menschen, die Privilegien haben und andere, die nicht von vornherein aufgrund ihrer Zugehörigkeit oder aufgrund ihrer Identität diese Privilegien nicht haben. Da ist immer die Frage, welche Chancen haben diese Menschen und welche Zugänge haben sie und welche werden ihnen verwehrt. Das ist auch mein Zugang zur Plattform für Menschenrechte gewesen, in der ich mich seit einigen Jahren engagiere. Die Plattform für Menschenrechte ist ja ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Organisationen und Menschen, die Wert darauf legen, dass die Menschenrechte im Hier und Jetzt umgesetzt werden. Die auch die Augen dafür offen halten, wo das nicht der Fall ist, wo es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Oft denkt man bei Menschenrechtsverletzungen an ferne Länder und an andere Orte, aber die Herausforderung ist hier in Wirklichkeit da, wo man ist, zu schauen, wo kann ich hier was verändern, wo kann ich hier was bewegen. Wir Menschen sind sehr unterschiedlich und haben auch viele Gemeinsamkeiten. Wenn wir zusammenkommen und das reflektieren, und dann den Fokus auch mal darauf werfen, dass es trotz der vielen Unterschiede auch viele Gemeinsamkeiten gibt und dass es kein Widerspruch sein muss. Wir können alle unterschiedlich sein, aber auch alle gleich sein. Und wenn das spürbar wird, dann ist es doch oft ein sehr schönes Gefühl. Die Entscheidung, in Salzburg zu bleiben, kam dann einfach mit den Jahren, weil ich mich einerseits hier sehr wohl gefühlt habe und weil ich hier dann auch geheiratet habe und eine Familie gegründet habe. Und jetzt würde ich ganz gerne in Salzburg bleiben. Also ich sehe mich auch in den nächsten Jahren hier. Geboren und aufgewachsen bin ich in Niederösterreich, im Waldviertel.
Meine Schuhe kommen auch dort her. Zum Studieren bin ich dann nach Salzburg gekommen, nach der Matur. Das war eher eine lustige Geschichte, weil ich ursprünglich nicht unbedingt nach Salzburg wollte. Also ich bin im Sommer, kurz bevor die Schule zu Ende war, nach Salzburg gekommen, um mir die Stadt anzuschauen. Und bin dann hier rausgegangen bei der Tür, habe mich da oben hingestellt und habe diesen Ausblick genossen und habe gewusst, ja, das ist es, hier möchte ich studieren. Ich habe Psychologie studiert, das vor kurzem abgeschlossen, habe zunächst im Diplomstudium begonnen, bin aber dann gewechselt ins Bachelorstudium, weil es mir wichtig war, nicht durch Studium zu hetzen, sondern die Zeit zu genießen und möglichst viel aus dieser Zeit zu machen und weil ich auch einen Masterlehrgang machen wollte, Intercultural Studies. Ich wollte meine Disposition für Interkulturelles, dadurch, dass ich selber bikulturell aufgewachsen bin und zweisprachig und jetzt auch versuche, meine Kinder dreisprachig zu erziehen. Das wollte ich nutzen, um das auch wissenschaftlich weiterzuführen. Also das ist es, das Ich bin ich. Ein Tierchen, das zunächst nicht weiß, wer es ist und immer wieder gefragt wird, Nanu, wer bist denn du? Das Schöne an dieser Ausgabe ist, dass die Geschichte in vier Sprachen erzählt wird. Deutsch, Serbisch, Türkisch und Kroatisch. Ich bin ja auch oft in Dialogveranstaltungen oder werde auch oft eingeladen, meine Ansichten zu Begriffen wie Heimat oder zu Begriffen wie Identität oder so zu äußern. Und bei solchen Veranstaltungen erlebe ich sehr oft, dass das für viele sehr weit hergeholt klingt oder dass sie das nicht nachvollziehen können. Menschen, die jetzt selber nicht so viel von Religion an sich halten, haben da eine gewisse Verantwortung bzw. können einen sehr großen Beitrag dazu leisten, weil es auch einfach um Zusammenleben geht und um Werte. In einer hochsäkularen Welt. In einer sehr diversen Welt, wo unterschiedliche Werte und Ethiken und Moralvorstellungen eine Rolle spielen. Ich stoße immer wieder auf Menschen, die für die das nicht selbstverständlich ist, dass man eben vielfältige Zugehörigkeiten hat oder die einfach Vielfalt oft als Bedrohung wahrnehmen. Und ich mache mir viele Gedanken darüber, wie man das verändern kann und wie man diesen Menschen ihre Angst nehmen kann. Unterschiede kann man ja okay, soll ich das jetzt einfach erzählen, oder? Also mein Name ist Halima Mocevic. Ich habe einen arabischen Vornamen und einen bosnischen Nachnamen. Das kommt daher, weil meine Eltern aus Ägypten eingewandert sind, vor vielen, vielen Jahren. Vor mehr als 35 Jahren mittlerweile. Meinen bosnischen Nachnamen habe ich von meinem Mann, der aus Bosnien kommt. Ja, verdrängen oder es sie zum Problem machen oder man findet einen Weg, um sie zu nutzen für Entwicklung und Wachstum und dass man konstruktiv gemeinsam etwas aufbaut. Und darüber mache ich mir sehr viele Gedanken. Wie ist denn das mit dem Bein? Stört das, wenn ich das draufstelle? Okay, passt wunderbar. Also das Interesse, einerseits Jugendliche zu fördern und Potenziale sichtbar zu machen und die Jugendlichen dazu anzuregen, diese Potenziale zu nutzen und das Zusammenbringen von unterschiedlichen Menschen und Abbauen von Vorurteilen, das ist ein Motiv, das mich in unterschiedlichen Bereichen und Lebenslagen prägt. Jetzt habe ich aber unterschiedliche Zugänge dazu. Also zum einen als Psychologin die wissenschaftliche Perspektive, wo ich es auch total spannend finde, dazu zu forschen.